Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, wir gehen wieder rein in unsere Welt. In der letzten Folge haben wir den Spawner gefunden und wir müssen uns gerade noch ein bisschen nach oben bauen. Und hoffen mal, dass wir es schaffen. Wir haben ja im Notfall haben unsere Glücksspitzhacke. Wir sind ja auch relativ weit unten. Wir haben nebenbei noch ein paar Diamanten gefarmt. Aber wir müssen jetzt erstmal nach oben. Ich habe mir jetzt schon ein paar Gedanken gemacht. Wir werden die Farm bauen, keine Sorge. Aber wir werden halt auch noch anderes bauen. Da Schaufel. Ich glaube, jetzt weiß ich, was ich unten machen wollte. Ich glaube, ich wollte mir unten einen Ofen bauen und da ein bisschen Holzkohle herstellen. Kann das sein? Möglich. Wir haben ja noch ein bisschen Holz. Da machen wir uns mal ein bisschen Holzkohle. Aber damit wir mal ein bisschen nach oben kommen. Sicher. Runter kommen auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass wir auch ohne weiteres irgendwo rauskommen, wo wir nicht gerade im Wasser sind. So, Spitzi. Hab doch gerade hier schon wieder einen Zombomaten gehört, aber kriegen wir schon hin. So, the next coal. Kommen wir schon wieder ein bisschen weiter hoch. So, jetzt sind wir zum Beispiel schon wieder auf Höhe 0. Gleich. Da ist nicht mehr ganz so weit. Und gegebenenfalls machen wir uns halt noch eine. Na, ich will jetzt nicht so massig hier wegnehmen. Glücksi. Wir haben hier Eisen, deswegen. Redstone können wir sogar noch was mitnehmen. Sagen wir so, die Spitzhacke können wir auf jeden Fall kaputt machen. Die war dafür gedacht. Lava. Gut, da haben wir noch Kohle. Die würde ich aber gerne gleich zu Fackeln machen. Schön. Und das heißt jetzt für mich gleich, ich darf wieder runterschwimmen und die Fackeln alle neu platzieren. Warten, bis das Wasser weg ist. Ach, schlimm. Ich will ja auch nicht, dass jetzt hier irgendwas spawnt. Ja, wenigstens landen die Fackeln dann unten. Es könnte auch sein, dass die dann am Spawner alles wegruppen. Ist unschön. Unfreundlich. Aber ich glaube, da unten hatte ich welche an die Wand gesetzt. Da geht das. Wasser ist manchmal schlimm. Na gut, wir wollen uns nicht über Wasser aufregen. Wasser ist lebenswichtig. So, ich habe es ja glücklicherweise an den Seiten gesetzt. Wir müssen halt nur zum Spawner gucken. Vielleicht haben wir Glück. Aber ich kenne doch mein Glück. Ah, mal sicher ist. Müssen wir kurz warten. Ich dachte wenigstens, ich kann jetzt runterschwimmen. Spiel sagt nein. Was habe ich noch geplant? Und zwar, ich würde demnächst bald meine Raid-Farm in Angriff nehmen. Jetzt habe ich noch alle Daten so ein bisschen im Kopf, wie es gemacht wird, aber bis dahin kann noch viel Zeit vergehen.
Da haben wir Glück. Ich baue es mal lieber so, nicht dass dann gleich wieder beim nächsten Wassereinbruch das passiert. Deswegen werde ich die Fackel, die wir jetzt quasi wieder unten auf dem Boden platziert haben, an die Seite platzieren. Ja, doppelter Aufwand ist jetzt so. So. Aber dann brauchen wir wenigstens die nicht wieder platzieren. Ja, Unterwasserhöhle. Ah, gut, dass man's. Gesehen haben jetzt. Machen wir es mal auf die Weise. Wir müssen uns jetzt ein bisschen hier hochstecken. Und hoffen, dass wir irgendwo rauskommen, wo es jetzt nicht gerade so ewig dunkel ist. Können ja mal kurz auf die Höhe gucken. War jetzt natürlich die falsche Taste. 29, ne, ja gut. Wird's mal kurz dunkel. Eidewitzka. Natürlich muss ich jetzt auch gerade noch niesen. Schlimm. Aber gut, dass es die Mute-Taste gibt. Jo, Kohle. So, können wir gleich noch mal ein paar Fackeln machen. Schon haben wir es sicher. Sicher bis nach oben. Ja, komm, jetzt können wir es ja sogar so machen. Zack. Ja, ich hätte am besten vielleicht anderen Stein nehmen sollen. Okay. Ja. Kann man machen, müssen wir das dann bloß zwar mit Sand befüllen. Aber das kriegen wir ja dann auch hin. Das ist erstmal bloß so, dass wir wissen, aha, da geht zum Zombie-Spawner. So, das ist schon mal schön. So. Weil ich ja mit dem Thema Raid Farm angefangen habe. Wir werden eine bauen. Ah, es gibt ja da die Totem of Undying und halt auch Emeralds und Rotten Flesh, glaube ich. Nee, Emeralds. So, wir müssen dann was snacken. Und warum habe ich mir hier noch nie einen Aufgang nach oben gebaut? Jetzt haben wir es. Gut. Es regnet, es ist sowas von typisch Minecraft. Aber okay, also. Wir können jetzt unsere Rüstung auch selber herstellen. Ja, machen wir auch.
Gut. Betten wir zur Sicherheit. Eigentlich wollte ich ja nur Obsidian holen, aber das wird dann gleich. Das haben ist natürlich auch nice. So, hier haben wir Granit. Diorite. Habe ich noch ein bisschen Andesit? Ja. Machen wir hier Prori. Und hier erstmal Deep Slate und Tuff. Tuff, Tuff. Redstone. So, sonst sind die erstmal alle noch leer. Gut. Können auch schon den Full Enchanter bauen. Weil ich denke mal, Bücher dürften wir ja genügend haben. 50 und 21 so. Also es fehlt uns nur noch die Brustplatte und der Helm. So, schon sind wir Full Diamond. Ich kenne mich mit den Rüstungsstellern nicht so gut aus, deswegen. So, Eisenfarm funktioniert. Wir müssen bestimmt gleich schlafen. Aber wir sind jetzt erstmal Full Dia. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen sicherer. Ich habe noch ein Stegchen rein. Bett. So, also wir brauchen einiges an Holz. Kriegen wir die hier hin? 17. Jetzt werden Obsidian. Schön. Hatten wir da drüben auf der Plattform, also auf der Insel irgendwo Lava? Das wäre gut zu wissen. Komm, wir machen uns mal ein Grovenboot. Schön. Emeralds hier, Diamonds hier. Hier brauchen wir auf jeden Fall Mending drauf, dass wir uns dann halt wirklich dann den XP-Farm machen können. Gut, wenn wir dann vielleicht dann auch die Raid-Farm haben. Können wir da auch gut Mats holen. Jetzt muss ich gucken, wo habe ich mich da. Soll ich nochmal versuchen zu schlafen? Nö, geht nicht. So. Mal gucken, vielleicht haben wir ja da drüben irgendwo Lava übersehen. Oder generell gesehen. Hier in der Nähe aber auf jeden Fall auch noch ein Raid-Turm. Also ein Bastion. Keine Bastion, einfach bloß so ein Pillager-Outpost. Den werden wir uns zunutze machen. Ich muss ihn nur wiederfinden. Da hinten steht er doch. Nice, das heißt, wir könnten dann hier sogar schon die Raid-Farm hinbauen. Oder wir bauen sicherheitshalber ein Stückchen woanders hin. Man sagt so 150 Blöcke von einem entfernt. Natürlich wäre erstmal Lava schön. Oder Rune Portal. Da hinten ist doch irgendwo ein Rune Portal. Na komm, wir haben ein bisschen was zu essen. Da hinten ist ein Mesa-Biom. Wir schauen mal hin. Eine Kaktusform wollte ich eigentlich auch noch bauen. So viele Bauideen. Okay, hier könnten wir das hinmachen. Wir haben Sand, ist relativ eben. Wir müssen gucken, ob irgendwo Löcher sind, die geflickt werden müssen. Also, wo sie runterfallen können und nicht wieder hochkommen. Ja, ich denke mal, das werden wir dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Aber erstmal will ich meine Tools ein bisschen verzaubern.
ganze Zeit findet man irgendwo Lava. Dann brauchen wir die Lava und dann, nö, nicht für dich heute. Danke. Sind das Spinnweben? Ich glaube, ja, das ist ein Minenschacht. Vielleicht haben wir Glück und da ist eine Kiste. Mit Loot, der uns gehört. Schlimmsten Fall finden wir einen Spawner, den ich auf jeden Fall abbauen würde, wenn es ein Spinnenspawner ist. Mit der Begründung: Spinnen, das wären ja dann diese Giftspinnen. Muss nicht sein. Ist schon wieder, ist jetzt Nacht endlich mal? Nein. Ja, dadurch, dass es ja hier. Da ist eine Kiste. Drückt die Daumen, dass da ein Obsi drin ist. Eigentlich nur. Das. Ich höre Spinnen, das ist nicht schön. Jetzt wird es auf jeden Fall Nacht. Jetzt wird's Nacht. Und da hinten haben wir ihn gesehen. Der potenzielle Raid. Moment, ich brauche einen Screenshot. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo Lava finde. Ich habe hier einen Notfall, einen Wassereimer mit. Vielleicht hätten wir ja auch Glück und finden hier ein Rune Portal, aber ich kenne noch mein Glück. Spiel sagt nein, heute nicht. Heute ist das Glück nicht auf deiner Seite. Danke. Einfach nur danke. Aber dann lieber so, als wie jetzt auf einmal dann ein Creeper hinter mir und dann der dann macht. Das muss nicht sein. Dann laufe ich lieber ein paar Blöcke mehr für ein Obsi. Das wäre es, wenn jetzt hier Bruchstein gewesen wären. Slow. Ah, Dripstone. Hatte ich das nicht schon? Ah, da würde ich dann eher. Aber. Das mitnehmen. Und dann lieber noch, wenn wir Lava finden, noch einen zweiten Eimer. Machen, wenn ich mehr Eisen hätte. Fertiges Eisen. Ah ja, wird schon. Aber. Ja, ich hätte jetzt die ganze Kohle mitnehmen können. Wollte ich aber nicht. Ja, wir müssen hier noch lang. Aber wir sind jetzt auch schon gleich am Ende der Folge. Da ist ein Dorf. Vielleicht haben wir Glück und finden da. Monsieur Lava.
Manchmal hat man da ja Glück. Aber diesmal wieder mal nicht. Muss ich doch noch anfangen, hier mir alkoholische Getränke reinzuziehen. Schlimm. Naja, gut. Da gehen wir dann doch eher nächste Folge da nochmal. Nein, nein, nein. Ich will jetzt nicht mein Inventar hier voller Samen haben. Dankeschön. Da ist das Rune Portal. Sehr schön. Das heißt, wir können uns dann nächste Folge den Full Enchanter bauen. Natürlich erstmal ein paar Obsidian abbauen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sage an der Stelle: kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.